So, meine Freunde, wie Monster am Start für euch. Begrüße euch zur, lasst mich ganz, ganz kurz nachgucken. Ich will jetzt kein Mist erzählen. Chips, 30. Folge? 30. Folge kann das sein? Sind wir jetzt schon bei der 30. Folge vom Pokémon Omega Rubin Let's Play? Ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass es die 30. Folge ist. Ich begrüße euch zur 30. Folge vom Let's Play Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir. Und da haben wir heute sehr viel vor uns. Denn wir müssen heute die nächste Arena machen und wir müssen unsere Pokémon umbenennen. Und zwar sehr, sehr viele Pokémon. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alle Pokémon, die ich nicht mehr mag, weil sie auch bloß dumm sind. Nein, die Pokémon sind natürlich nicht dumm, aber die Menschen, nachdem sie benannt sind, sind dumm, aus dem Team packen. So, und du noch raus. Also wir müssen heute umbenennen. Silber bleibt natürlich da. Fabian bleibt natürlich da. Tio bleibt natürlich da, also True Cry. Wir werden heute umbenennen. Hier haben wir sie. Schwalbos, Stolrak, Papinella, Magnaien, Minun, Reptein und Iglavar werden heute umbenannt. Aus gewissen Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter erläutern möchte. Und wir nehmen einfach mal diese Pokémon hier mit in die nächste Arena. Sollten damit relativ gute Chancen haben. Ja, Item. Ja. So. Glücksei, Glücksei. Ich gebe denen jetzt nochmal noch Items. Den anderen Pokémon, die wir noch haben. Und, ja, ich werde es ab jetzt so machen, dass ich alle meine Pokémon hier nach Abonnenten benenne. Das heißt, wenn ihr ein Pokémon in meinem Let's Play sein wollt, dann schreibt einfach kräftigst Kommentare. Und, ja, schreibt, wie es euch gefällt, was euch stört, keine Ahnung, schreibt einfach irgendwas. Irgendwelche sinnvollen Kommentare, halbwegs sinnvolle Kommentare. Und wir sind in, Laubwechselfeld? Baumhausen, Laubwechselfeld, wo war denn das? Sag mir mal bitte, wo Laubwechselfeld war, in welchem Pokémon-Spiel. Wir sind in Baumhausen City und ich habe mir wie immer mein Let's Play-Lösungsbuch hier hingelegt. Nicht, weil ich zu dumm bin für diese Spiele, wie einige vielleicht denken könnten, sondern aus dem Grund, ich möchte euch möglichst viel zeigen. Und wir werden jetzt versuchen, Kraftreserve zu kriegen. In die komische Gilde, wo man zwischen nicht rein, das ist Käse. So, hier lang. Guck natürlich in dieses Scheiß. Nee, wir gucken einfach in dieses Scheißhaus rein. Ganz einfach. Wie gesagt, die Folge könnte etwas länger dauern. Wir suchen, also ich suche momentan übrigens noch ein Geist-Pokémon. Ein Gestein-Pokémon, ein Feen-Pokémon und ein Eis-Pokémon, genau, das war das letzte. Und wenn ihr da Ideen habt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welche Pokémon ich dafür nutzen soll. Hol dir Kraftreserve. Oh, ich hab jetzt keinen Bock auf diesen Kinderkrams hier. Okay. Rechts. Rechts. Also rechts, rechts, links, falls ihr Kraftreserve sucht. So. Kraftreserve ist eine sehr schöne Attacke. Und da wird es auch noch einen Competitive Flexicon-Eintrag geben dafür. Weil es ist eine sehr, sehr komplexe Attacke. Baumhausen City. Wo war die Arena? Wir sind jetzt hier runter. Oh, da hinten ist ein TM oder ein VM oder sowas. Ach so. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Also müssen wir erstmal hier hinter.
Wir müssen ja mit Troytron jetzt dieses komische Dings da holen, damit wir die unsichtbare Bedrohung wegkriegen. Ich frage mich nur, welche das ist. Kämpfen wir? Kämpfen nicht. Keine Zeit und keine Lust zum Kämpfen jetzt. Oh Gott. Ja gut, wilde Pokémon sind egal. Duflo. Sind wir zum Beispiel perfekt ausgestattet mit einem. Mit einem Boden-Pokémon gegen einen Pflanzen-Pokémon. Sehr, sehr gute Idee. Spitze, André, Spitze. Das kommst bloß du. Hallo, Treu. Treu drum, Treu drum. Ja, wir finden es einfach, was man bloß mit dem Auge nicht sehen kann. Oh mein Gott. Oh ja, wir sind bereit für den Kampf. Das sieht ja so steilisch aus. Das Pokémon greift an, mein Gott, mein Gott. Das Kecleon erscheint. Kecleon gegen Kecleon. Sehr sinnvoll. Da haben wir schon gerade richtig gehandelt. Mit Tarnung und Knirschen. So. Gestein. Und dann gibt es ein Erdbeben drauf. Also eine Art Kräfte. Ist ja logischerweise sehr effektiv. Oh, Knackle muss in der Arena wirklich zeigen, was es kann. Wir haben jetzt eine relativ beschränkte Pokémon-Auswahl, was sehr, sehr schade ist, aber... Man muss einigen Leuten dann nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben, die sie nicht verdienen. Und ja, ist halt so. Galtronit! Wir können unser Start-Pokémon dann entwickeln. Ein Meteorit. Komisch. Ey, jetzt dazwischen mein Simsa noch Teleport kann. Teleport. Perfekt. Geht's ins Pokémon Center. Und dann geht's in die Arena. Mach meine Pokémon wieder fit, Alde. Los. Kecleon. Dün, 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 dün. Leiter hoch, Leiter runter, Leiter hoch, Leiter runter. Natürlich will ich das. Feigling! Was haben wir hier hinten liegen? Strauchler!
Sehr gute Attacke. Merkt euch, hier gibt es Strauchler. So, Arena. Ist eigentlich relativ. Ups. Da ging gerade mein. Oh, wie ist denn mein Tastatur-Manager auf? Ist eigentlich eine relativ einfache Arena. Auch diese ganzen Mechanismen sind relativ easy. Ist aber sehr, sehr schick, die Arena dafür. Vogelfänger. Machen das jetzt hier Steinhagel drauf. Och nee. Bitte kein Doppelteam. Ey, auf das hab ich keinen Bock. Ohne Mist. Macht doch nur noch Schaden. Reicht nicht so schon zu. Level 32. Schade, kein Move. Oh, Panzer Aeron. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Muss Fabian ran. Das ist ähnlich ein spezielles Pokémon, was ich groß dabei habe, was halbwegs was ausrichten könnte. Gott sei Dank. Oh, Impulse ist halt beste. Impulse ist unser geilsten Pokémon, die es gibt. Das ist besiegt. Sehr schön. Perfekt. So muss es sein, so muss es laufen. Nicht groß Zeit verschwenden. Nächster Trainer, komm. Kämpfen wir gegen Wiebke übrigens, ne? Wiebke, unsere Flug-Pokémon-Trainerin. Oh, Barblu. Na, erst auf das kannst du. Barblu hast du schon genug gekillt. Beim Grinden, denk dran. Okay, doch. Muss ja gucken, ob wir noch Tränke dabei haben. Weil ich keine Lust habe, groß rauszurennen. Oh, 6 KP. 6 KP, Leute. So. Zwei Tränke. Na gut, zwei Tränke können wir auch nehmen. Gut, haben wir auch noch ein paar. Supertrank C. Aber 18 Supertränke da, es geht. Kriegen wir hin. Halbwegs. So. Wie gesagt, eigentlich relativ easy hier, diese komischen Kipfvorrichtungen da. Och scheiße, mein 3DS ist leer. Das muss ich echt wieder unter den Tisch kriechen hier. Das nervt schon wieder. Ah, verdammt! Ey Junge, jetzt nur nie. Verdammt, er lädt nicht.
Okay, da werde ich wohl schnell das andere Leute Kabel holen müssen. Bis gleich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Puh. Nein, Pilibo möchte ich nicht wechseln. Ey, Leute, das ist jetzt echt so dumm aus... Oh, fuck. Pilibo möchte ich doch wechseln. Das ist jetzt echt so dumm ausgehen können hier. Gott. Sieht meine Decke hier drüben. Ich sitze nämlich abends immer mit Decke da. Ups. Relativ frisch ist hier drin. Verdammt, meine schöne Decke. So. Giftzaun. Da habe ich mir extra ein neues Ladegerät geholt und es geht nicht. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So. Das hat mich jetzt natürlich so aus dem Konzept gebracht, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Boah, so, jetzt lädt. Mein 3DS lädt jetzt endlich wieder. Episode 30 voller Pleiten, Pech und Pannen hier. Och komm. Ja, Lust. Echt jetzt. Oh, Gegenstoß, jetzt bin ich tot. Nein, ein KP hab ich noch. Oh Gott. Oh, so dumm. Jetzt protectet er sich noch und stirbt beim Gift. Dumme, dumme Gegner, dumme, dumme Gegner. Magensäfte? Nee. Brauch nie. Müsste erst auf 3 Level 33. Oh ja, Erdbeben ist sehr, sehr wichtig. Da kann man ruhig die Art Kräfte dafür vergessen. Was ist denn das immer hier? Mein scheiß Rocket-Dings geht immer auf. Verdammt. So. Mahlzeit. Aber diese funky Musik, ey. Vogelfänger Björn. Oh, sie tut dem Knoscher. Ich depp. Ah, ist mir super krank, ja. Wo Sprudel? Sprudel geht auch. So. Akupressur. Ah, es ist Boost, Boost Move. Steinhagel drauf. Pflücker, okay. Boah, das lebt immer noch.
Oh, jetzt war das der Tag ab. Stimmt das nicht? Oh, jetzt bin ich tot. Okay, ich muss halt nochmal raus zum Pokémon Center. Aber ist mir egal, wenn die Folge jetzt 30 Minuten geht. Mir ist das egal sein. Warum halt so ein kleines Special zur 30. Folge? So. Damit ist Dutri tot. Hust, hust. Mir fällt gerade ein, dass ich wahrscheinlich nicht mal alle Pokémon umbenennen kann. Denn ich glaube, das Iglavar ist getauscht, auf alle Fälle. Aber das sollte kein Problem sein. Dann wird Iglavar erstmal in der Box abgammeln. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir es einfach so, dass wir es umbenennen können. Wir haben ja diese technischen Möglichkeiten hier, dass wir es machen können. So, kletter hoch, komm. Komm, Bub. Runter. Ach ja. So, durch. Wie das alles voll easy. Das ist im Ursprung Riebke, wie man sieht. Also nach dem jetzt. Oh, Pelipper. Warum immer diese scheiß Wasser-Pokémon, ey? Wir gehen in Profit. Der macht das schon. Bin ich mir sicher. Oh, scheiße. Psystrahl. Mal der Hälfte zieht das, ey. Der Prof ist tot. Das ist nicht so gut. Lady Silver. Liebe Grüße an dich übrigens, Silver, mein Guter. Du bekommst auch noch deinen Megastein dann. Hätte ich nicht eh? Ach nee, wo gerade sagen, hätte ich nicht eh. Dingsbums gehabt. Oh. Nerv, nerv, nerv. Oh, das kann böse werden, das kann böse werden, das kann böse werden. Ja, ist gut. Ruckzuck, kommen. Sehr schön. Lady Silver macht das halt. Und erreicht Level 36. Durchschlag ist immer gut. Vogelfänger besiegt, es geht gegen Wiebke. Es geht gegen Wiebke. Wie gesagt, wir machen jetzt auf alle Fälle in dieser Folge die Arena noch komplett durch. Guten Tag. Ach ja, Wiebke. Du kleine Maus, du. Was hast du denn für Pokémon?
Ach Gott, wenn ich das schon so sehe. Ach Gott. Echt jetzt? Nein, wir können, dann gucken wir mal. Miss Choreografie. Wie wir das hier machen. Ja? Sehr schön. Jetzt kommt der Trank. Bon, maintenant. Böses Knackler und immer guck dabei. Es ist so niedlich. Knackler und Level 34. Verlieber. Tubs ran. Das ist unsere einzige Hoffnung. Immer dieses scheiß Schutzschild. Oh. Ja, und natürlich kriegt es den Hex. Vergiftung, Vergiftung, Verwirrung. Ist klar. Sehr schön. Genau, das brauchen wir. Nicht erfüllt. Perfekt. Ich habe sogar schon mein Siegesgetränk hier stehen, wenn das jetzt klappt, ne? Das ist mal Monster Rehab. Fein ruselt sich das Vieh hoch, ey. Das nervt so dermaßen. Na komm jetzt hier. Noch ein Giftzahn, dann ist es tot. Scheiß Vieh. Verlieber. Rotz. Level 32. Als nächstes kommt Altaria. Ich möchte das Pokémon wechseln. Ich habe keinen einzigen Ice-Move dabei. Keinen. Könnte jetzt böse enden. Warteschild. Perfekt, natürlich. Oh, und das ist wie kein Erdbeben. Ach, Bälle. Warum will ich das nie? Ich überlege gerade, was ich mache, ohne Mist. Na, das war halt klar. Das war halt klar, das besiegt wird jetzt.
Nee, ich brauche Statuswert. Beleber. Wo ist er? Hier. Den brauchen wir doch noch. Der muss doch ein Level steigen noch. Wie kann man einen Boden-Pokémon paralysieren? Genau mit Feuerodem. Ich nehme jetzt einfach Fabian. Fabian muss jetzt richten hier. Zum Kotzen ist das. Ich überlege, wie ich das mache. Weil diese Scheiß-Attacke schneller als mein Impulion. Ich hasse Altaria. Ich hasse Altaria einfach. Komm, ihn sofort noch eine Wasserdüse hinterher. Oh, ich krieg die Tür nicht zu, ey. Oh, Leute, es tut mir so leid, dass sie jetzt rumstellen muss, ey. Gecrittet. Jetzt noch was auf diese drauf kommt. Go Team. Oh, perfekt. Scheiß, wie sie nicht tot. Der Crit muss ja irgendwann kommen. Fabian, ich bin echt froh, dass ich dabei habe, ohne Mist. Ich kann ja gleich draußen bleiben, weil gegen Panzer haben wir nicht Unix. Unix dabei. Dich. So, jetzt wird ein Schuh draus. Oh, ich merke schon, es wird eine ganz, ganz lange Folge hier. Wir sind schon bei 34 Minuten. Ist noch niemand so früh jemand begegnet, dass so ein Kampf steht hat. Oh mein Gott. Ja, wir nächsten oben. Yes. VM Fliegen und TM Ruhrort. Sehr schön. So, perfekt. Ab raus. Und weiter geht's. Merkt übrigens, ich nehme meine Let's Play-Folgen meistens nachts auf. Oder Spätschicht. Ich habe nämlich Zeit und Ruhe. Boah, das waren ein paar Kämpfchen, ne? Das waren jetzt echt rumgestylte zum Schluss bis zum Get-No.
So. Wir nehmen jetzt unser Schwalbus mit. Stolos. Papinella. Magnaien. Minon. Und Reptine. Und ich glaube, genau, ist nämlich getauscht, das Iglavon. Das muss man dann beim nächsten Mal unbedingt. So, Faunfliegen haben wir letztens gekriegt von unserer Rivalin. Dachte ich. Rotfliegen hier einsetzen. Ja. Ja. Natürlich möchten wir Fliegen an. Welche Tage vergessen wir denn dafür? Den Energiefuß vergessen wir dafür. Brauchen wir nicht. So, Pokémon. Fliegen. Und zum Umbenennen. Ab geht's. Komm schnell. Wenn die Namen weg sind. So, ich habe hier mein Video, wo ich euch gefragt habe, wer gerne wer sein möchte. Übrigens geile Musik. Ja, Namensorakel. Junge, mach. Wir nehmen erstmal das Schwalbos. Und zwar wird Schwalbos jetzt The Game heißen. Ich hoffe schon nicht, dass es ein Weibchen ist. Na. Ah, cool. So. Damit seist du verewigt. So, dann haben wir hier das Aggron. Das wird echt ein krasser Name jetzt. Sind ja cool, machen jetzt 3 draus, ne? Ich hoffe, das stimmt so. Damit seist auch du verewigt. So. Der nächste bitte. Papinella. Wird zur. Halt. So. Wird so Vanessa. So. Als nächstes haben wir das Minun. Welches wie gewünscht hat. Oh, ich krieg's nicht gebacken, ey. So. So, Natascha wird. So. Was haben wir noch? Da haben wir hier unsere Raptein.
wird das super schön. Genau, super schön. Und Magnein fehlt noch, wie mir scheint. Ja. Magnein. Ein Pokémon, wo ich mich überaus freue, dass ich es endlich umbenennen kann. Und zwar in Kizu. So, dann werden wir jetzt erstmal alle bisherigen Pokémon umbenannt, das Tornupto, das Igelavar momentan noch, werde ich dann in den nächsten Folgen irgendwann umbenennen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wo es wieder weitergeht. Ach ne, wir machen jetzt erstmal Schluss. Wir machen erstmal Schluss. Das war jetzt in der 40-Minuten-Episode, das mal als Special dastehen. Arena-Kampf gemacht, Pokémon umbenannt, alles drum und dran. Und Ladegerät gesucht zwischendurch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.